Hey Leute, hi, hi, hi. Aus den kleinen Katakomben in Frankfurt beim Einproben unserer neuen Songs. Und wir sind ja voll im Studio und wir arbeiten fleißig daran, wie ihr wisst. Als erstes, bisschen spät, aber trotzdem danke nochmal für Oberhausen. Das war absolut der Knaller, Oberhausen 2. Ich bedanke mich dafür wirklich. Und das wollte ich jetzt im Nachhinein nochmal sagen. Wir haben so viel zu tun gehabt, es ging einfach nicht. Wir haben es nicht geschafft, uns vorher zu melden. Jetzt kommt's. Ihr wisst ja, die nächsten drei Konzerte, die jetzt anstehen bis zum 9. November, das ist jetzt in Neu-Isenburg, Hugenottenhalle, Neu-Isenburg, Frankfurt, Frankfurt-Neu-Isenburg und dann in Karlsruhe und in Saarbrücken bis zum 9. Und wenn ihr Bock habt, mich würde es freuen, ihr kommt und es sind noch jetzt gerade in der Hugenottenhalle in Frankfurt-Neu-Isenburg sind noch ein paar Karten übrig. Also wer die Chance haben will und möchte, sollte sich um eine Karte bemühen. Ja, die anderen auch, aber wie gesagt, es ist besser jetzt wie an der Abendkasse. Ich würde mich freuen, Oberhausen war wirklich der Knaller, das letzte, und das wird auch wieder so werden. Und wir sind halt wirklich im Stress, aber das machen wir für uns und für euch und für eine neue Erscheinung, eine Rocklegende. Ein neues Kapitel wird geschrieben, okay? Hey, rock on, baby, yeah!